Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Analyse. Wir sind heute wieder am Start und zwar mit dem dritten Spieltag, unter anderem dem Topspiel Hoffenheim gegen Bayern, dem Niedersachsen-Duell Hannover gegen Wolfsburg und den schlecht gestarteten Bremern und Kölnern. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob die Qualität vom Sound hier so gut ist. Das liegt ganz einfach daran, dass mein Raum ein bisschen hallt. Ich glaube, das ist auch ganz logisch, weil der halt nicht so voll ist. Aber ich hoffe, es geht auf jeden Fall. Ich werde den Sound ein bisschen pushen müssen, weil es auch nicht so laut ist. Aber ich denke mal, das passt. Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung aus. Ein Link zu VidME, das ist mein neuer Account da. Ist ja momentan so ein bisschen der Trend, dass die YouTuber sich alle da Accounts machen. Folgt mir da auf jeden Fall, macht euren Account für Creator. Das ist auf jeden Fall besser und es kann durchaus sein, dass ich auch da meine Videos hochlade. Vor allem, die sind dann früher für euch accessible. Ansonsten natürlich meine Sponsoren da verlinkt, IGVault 6% Rabatt auf eure Produkte mit dem Code Max Gaming TV und natürlich OneFootball, eure App für euer Smartphone oder iPhone aus dem Play oder App Store für die neuesten Live-Scores, Transferinformationen beziehungsweise ja auch Transfergerüchte, die jetzt schon wieder am Kochen sind und Kaderinformationen, checkt das auf jeden Fall aus, genauso meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Wir starten durch mit dem ersten Spiel und das war das Freitagabendspiel zwischen dem HSV und RB Leipzig und ich habe es ja angenommen, dass es so passieren würde und es ist tatsächlich auch so passiert. RB Leipzig hat gewonnen auswärts und es war ein hartes Stück Arbeit. Es ist nämlich erst relativ spät entschieden worden in der ersten Halbzeit, eine relativ ausgeglichene Partie. Leichte spielerische Vorteile für die Leipziger in meinen Augen. Allerdings hat Hamburg da sehr gut gegengehalten, hatte eine große Chance durch Philipp Kostic, die allerdings hätte nutzen müssen, es nicht gemacht hat. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass Leipzig in meinen Augen die spielbestimmende Mannschaft war und dann durch ein bisschen schnelleres Schalten einfach auch zum 1:0 gekommen ist. Freistoß schnell ausgeführt auf Naby Keita und der hat ein bisschen Glück bei seinem Schuss, dass der Ball so rutschig war und Martina ihn nicht am Pfosten vorbeilenken kann. Dementsprechend 1:0 und dann kam ja, ein klasse Konter von Timo Werner und der hat einfach das 2:0 gemacht. Das war schon überragend, wie der sein Tempo wieder ausgespielt hat. Viel, viel schneller als Diekmeyer, der ja auch nicht gerade langsam ist, sollten die FIFA-Spieler von unter euch vor allem wissen. Und auch Ekdal war es gar nicht, Sakai war es, hatte keine Chance und dann klasse Abschluss am Martina vorbei, 2:0. Kurz davor hätte Hamburg fast die Ausgleichsgelegenheit gehabt, allerdings hat Chiplock den Ball nicht über die Linie gebracht. Und ja, dementsprechend am Ende ein 2:0 Sieg für Leipzig, die damit auf Tabellenplatz 4 vorrücken mit 6 Punkten nach dem schlechten Start gegen Schalke. Sieht also wieder deutlich besser aus und ja, für Hamburg ein bisschen schlechter nach dem Top-Start mit 6 Punkten. Das zweite Spiel hat mich ein bisschen überrascht, und zwar Bayer Leverkusen gegen Mainz 05. Es waren 3:1 am Ende für die Mainzer. Ich habe ja gesagt, dass jedes Team gewinnen kann oder beide Teams gewinnen können. Ich habe an Unentschieden geglaubt, beziehungsweise eher an Leverkusener Sieg geglaubt hätte, als an Mainzer Sieg. Allerdings ist Leverkusen jetzt richtig beschissen gestartet irgendwie mit dem Unentschieden gegen Hoffenheim und jetzt auch noch mit der Niederlage gegen Mainz auswärts. Muto hat den Ausgleichstreffer gemacht nach 45 Minuten nach dem Chor mit einem sehr, sehr schönen Schuss, den man einfach gar nicht so erwartet ist, vielleicht von einem zentral defensiven Mittelfeldspieler. Das heißt, 1:0 gemacht hatte. Muto dann vor der Halbzeit, ganz knapp vor der Halbzeit mit einem Ausgleich, der ja, viel zu einfach war, viel zu frei in der Mitte und in der zweiten Halbzeit dann Freischussvariante zum 2:1 durch Abdou Diallo, den Neuzugang, den französischen Innenverteidiger und dann Suat Serdar abgefällt mit seinem ersten Bundesliga-Tor, der hat sich sehr gefreut. Von Leverkusen, die hatten noch ja, die Gelegenheit, beziehungsweise haben es versucht irgendwie ranzukommen, aber haben es nicht geschafft und dementsprechend sehr, sehr bitterer Saisonstart. Und Mainz hat sich so ein bisschen befreit, nachdem sie auch die ersten beiden Spiele verloren hatten. So ein bisschen der positive Trend, die Trendwende. Aber das sieht trotzdem nicht gut aus bei Leverkusen. Allgemein war dieses Wochenende zum Tippen richtig beschissen. In Augsburg hat den ersten FC Köln mit 3:0 nach Hause geschickt. Vom Platz gefegt. Alfred Finnbogason mit einem Hattrick. Und von Köln war nichts zu sehen. Also Köln war, ich mag die ja. Ich mag Köln ja wirklich gerne. Aber von denen war nichts zu sehen. Das war so schlecht. Das war wirklich unter aller Sau, was sie da präsentiert haben. Ich frage mich, wie das in der Euroleague werden soll gegen Arsenal. Also da muss man auf jeden Fall noch einiges ändern in der Taktik. Ich weiß auch nicht ganz genau, ob das einfach letzte Saison einfach nur ein Ausrutscher war, beziehungsweise einfach quasi jetzt alle Köln durchschaut haben, aber eigentlich ist Augsburg in meinen Augen so Abstiegskandidat und die haben aber Köln wirklich, also ich meine, Effektivität, gnadenlos, die haben die 3:0 weggehauen. Finnbogason halt mit allen drei Toren, das erste war ein Kopfballtor, das war viel zu einfach, das 2:0, das war ein Elfmeter, auch ja, das war auch bitter auf jeden Fall, das 3:0 war dann, ja, Córdoba mit dem Pfostenschuss in der Nachspielzeit, wo er schon gekontert wurde, aber nichtsdestotrotz, das ist alles andere als gut für Köln, die als einziges Team damit noch mit 0 Punkten dastehen. Augsburg momentan auf Platz 8 mit bereits, ich glaube, 6 Punkten. Mit 4 Punkten. Genau, unentschieden gegen Gladbach gespielt. Also ganz, ganz überraschend. Köln mit einem unfassbar schlechten Saisonstart und steht nur hinter Leverkusen. Auch verloren hat Borussia Mönchengladbach zu Hause im Borussia-Park, wo ich sie noch so stark geredet habe, mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt hat ja auch einen durchwachsenen Saisonstart gehabt mit dem 0:0 in Freiburg und dann dem 1:0 der Niederlage zu Hause gegen, genau, so mal verloren, gegen, oh Gott,
Hilfe, gegen Wolfsburg war es, genau, Entschuldigung. Ganz, ganz bitterer Saisonstart, jetzt aber einen Sieg eingefahren auswärts und zwar durch ein Tor von Kevin Prinz Boateng. Der hat schon ein Tor gemacht vorher, das war aber abseits, der Ball wäre auch so reingegangen, er ist ein bisschen reingesprungen, bisschen blöd gewesen, aber okay, kann passieren. Auf jeden Fall macht er dann das 1:0, Gladbach hat versucht, aber Frankfurt war besser. Frankfurt war wirklich das bessere Team, gerade in der ersten Halbzeit und dementsprechend verdienter Auswärtssieg nach einer couragierten Leistung für die Frankfurter, sehr, sehr stark und damit auch die ersten 4 Punkte schon auf dem Konto. Weiter so Frankfurt. Die größte Überraschung des Nachmittags wohl aber das 0:0 zwischen Borussia Dortmund und SC Freiburg. Freiburg bereits in der ersten Halbzeit schon in Unterzahl. Normalerweise sollte man gerade dann erwarten, nachdem der Berner Neuzugang vom Platz geflogen ist, dass Dortmund das Ding gewinnt. Aber sie haben es einfach nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen. Es gab Chancen, natürlich. Es gab natürlich auch bittere Verletzungswechsel bei Dortmund mit Bartra und Schmelzer, die beide runter mussten. Dafür kamen Toprak und Zagadou rein bei dem Foul, dass es halt Schmelzer die Verletzung zugefügt hat. Dafür ist halt eben der Kollege Rave vom Platz geflogen. Nichtsdestotrotz war das sehr, sehr bitter und man hätte normalerweise erwartet, dass auch ein Jarmolenko, der nach 18 Minuten eingewechselt wurde, nochmal ein bisschen was bringt, aber auch der hat nicht mehr den nötigen Zug zum Tor gezeigt, beziehungsweise das war allgemein nicht stark genug auf jeden Fall und gerade gegen ein in Unterzahl spielendes Freiburg, das ist ja kein Bayern oder sowas, hätte man mehr erwarten müssen. Bitter für Dortmund, aber die bleiben trotzdem an der Tabellenspitze und zwar wegen dem Topspiel. Denn die TSG 1899 Hoffenheim gewinnt mit 2:0 zu Hause gegen den FC Bayern München durch einen Doppelpack von Marc Uth und das 1:0 für Diskussionen gesorgt, denn der Balljunge hat da ganz schnell geschaltet und hat, nachdem der Ball weggeschlagen wurde, die Seitenauslinie überquert hat, aber auf der anderen Seite des Feldes wieder ins Spiel gekommen ist, ganz schnell den Ball weitergegeben. Hoffenheim hat das super gemacht, hat extrem schnell ausgenutzt, Schiedsrichter hat es nicht abgepfiffen und dementsprechend gab es 1:0 natürlich Diskussion um diesen Treffer, aber der Schiedsrichter hat sehr, sehr gut erklärt, denn er muss nicht abpfeifen, wenn der Ball, der im Spielfeld oder auf dem Spielfeld ist, das Spiel nicht beeinträchtigt und dementsprechend, das ist das Wichtige, solange der Schiedsrichter nicht pfeift, immer schnell spielen, das ist sogar in der Kreisklasse so, ja, immer schnell spielen, nur wenn der Schiedsrichter pfeift, kann es abgebrochen werden, hier hat er es nicht abgepfiffen und dementsprechend das frühe Tor für eben die TSG aus Hoffenheim. Das 2:0 von Marc Uth kam dann nach der Halbzeit, nach einer schönen Vorarbeit von Steven Zuber. Bayern hat es versucht, Bayern hat gedrückt, Bayern hat alles Mögliche ja nach vorne geworfen, aber es war nicht wirklich effektiv und es waren nicht die riesigen Chancen dabei. Man muss sich wirklich fragen, ob Carlo Ancelotti momentan einen richtigen Matchplan hat oder ob Bayern immer noch viel zu abhängig ist von einem Ribéry, einem Robben und einem James, die alle auf der Bank saßen zu Anfang. Ganz, ganz komisches Spiel auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass Hoffenheim 2:0 gewinnt, aber haben sie gemacht und dementsprechend ist Hoffenheim momentan tatsächlich sogar vor Bayern, dem Bayern auf Tabellenplatz Nummer 2 mit 7 Punkten hinter Dortmund und Bayern nur noch Tabellensechster mit der ersten Niederlage ganz, ganz früh in der Saison. Sind wir so auch nicht gewohnt. Die Sonntagsspiele dann. Hertha BSC gegen Werder Bremen. Ein 1:1 im Olympiastadion, das auf jeden Fall leistungsgerecht ist. Braucht man nicht viel zu sagen, war eine ausgeglichene Partie. Delaney hat das Tor für Werder gemacht zum Ausgleich, nachdem Lecky auch nach einer ziemlich, ziemlich blöden Situation das 1:0 gemacht hat, denn da gab es einen Foul an der Strafraumkante. Ich glaube, an Ibisevic war es und Augustin, sondern hat einfach aufgehört zu spielen, während Lecky weiter durchgestartet ist und dann Pavlenka tunnelte zum 1:0. Auf der anderen Seite war dann das Gegentor auch nicht sonderlich cool von Hertha, denn da hat Esswein ganz, ganz miserabel verteidigt und im Endeffekt hat Delaney dann kompromisslos den Ball im Tor untergebracht. Es gab auf beiden Seiten Chancen, Bartels hätte fast das 2:1 direkt danach gemacht. Auf der anderen Seite hatte beispielsweise Ibisevic Chancen. Esswein hatte auch eine Gelegenheit, soweit ich mich erinnere, aber im Endeffekt ein 1:1, das leistungsgerecht war und dementsprechend der erste Punkt für die Werderaner, was ich auch nicht so erwartet hätte, weil Hertha ja eigentlich halbstark ist. Immerhin das letzte Spiel habe ich dann zumindest von der Tendenz her richtig getippt. Schalke gewann gegen Stuttgart. Ganz, ganz starke Anfangsphase mit einem Elfmetertor von Schalke. Das war ein gerechtfertigter Elfmeter, den Nabil Bentaleb im Tor untergebracht hat. Danach haben sie sich aber komplett hinten reingestellt. Tedesco hat auch von Dreierkette auf Viererkette irgendwann umgestellt und sofort wurde Stuttgart viel gefährlicher. Die hatten die lange Zeit im Griff, auch wenn sie haben kommen lassen. Und das war ganz, ganz dumm eigentlich, weil man hätte nachlegen müssen in meinen Augen. Dann kam auch der Ausgleich nach erst einer guten Chance von Terodde durch ein schönes Tor von Akpolo. Allerdings nach der Halbzeit Schalke dann plötzlich wieder deutlich besser. Ein Doppelschlag direkt nach der Halbzeit durch Naldo und Burgstaller. Naldo zu seinem Geburtstag mit einem Präsent quasi und auch Burgstaller eisekalt und dementsprechend 3:1. Stuttgart hat dem nichts mehr entgegenzusetzen und dementsprechend am Ende Schalke mit einem 3:1 Sieg, der in Ordnung geht, der leistungsgerecht ist in meinen Augen nach dieser Partie. Bei Stuttgart muss man sich fragen, was da falsch gelaufen ist, weil in meinen Augen hätten sie das Ding deutlich besser noch nach Hause fahren können, hätten einfach so weitergemacht wie vor der Halbzeit. Nach der Halbzeit aber direkt halt der Doppelschlag und dann kannst du auch moraltechnisch nicht mehr viel machen. Dementsprechend super für Schalke, auch noch immerhin geretteter Saisonstart nach der Niederlage gegen Hannover. Mit 6 Punkten stehen sie ganz gut da. 2 Heimsiege, sie sind heimstark. Und auch wenn Tedesco gerade zur Halbzeit von den Schalkern sehr kritisiert wurde, nach dem Spiel war alles wieder gut. Alltag auf Schalke. Und damit kommen wir zum letzten Spiel. Und das ist natürlich das Niedersachsen-Duell, das ich mir zum Ende aufgehoben habe. Ich werde hier wieder ein bisschen länger drüber reden. Das heißt, für die, die es nicht interessiert, ihr könnt jetzt gerne abschalten. Danke fürs Zuschauen. So, Hannover auswärts in Wolfsburg. Nach 2 Minuten bereits die erste dicke Gelegenheit für unseren Neuzugang Jonathas, der ja nach 5 Minuten sein erstes Tor gemacht hatte in der Bundesliga gegen Schalke. Hier rutscht er
am, oder er ist nicht am Ball vorbeigerutscht, sondern hat den Ball rutschend ganz knapp am Tor vorbeigespielt nach einer klasse Vorarbeit von Martin Hanik. Das war der erste Konter, den wir gefahren haben. Danach konnten wir leider Gottes nicht mehr so viel kontern, ja. Das Spiel war sehr ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten. Die dickste Gelegenheit, also die dickste Torchance, der dickste Abschluss war definitiv der von Jonathas. Die dickste Chance, die dickste Gelegenheit zu einem Abschluss hatte auf jeden Fall Mario Gomez. Doch der Tritt über den Ball verletzt sich dabei auch noch unglücklich. Wird ein bisschen länger ausfallen. Ganz, ganz bitter für die Wölfe. Hätten da das 1-0 machen müssen, definitiv. Hatten noch ein paar Abschlüsse, beispielsweise durch Origi, der sein Debüt gegeben hat. Oder beispielsweise auch durch Maxi Arnold, soweit ich mich erinnere. War aber nichts zu Gefährliches dabei. Auf der anderen Seite Hannover ab und zu mal mit Offensivdrang und auch mit guten Aktionen. Gerade in der Anfangsphase sehr viel Ballbesitz. Allerdings halt auch nicht mit dem nötigen Zug zum Tor. Auch wenn wir uns natürlich darauf fokussiert haben, erstmal den 0 zu halten. Und das hat sehr lange sehr gut funktioniert, bis in die 52. Minute. Da dann Daniel Didavi mit dem 1-0 per Freistoß. Ganz, ganz dumme Situation. Sané wollte, glaube ich, mit dem rechten Arm dirigieren, bekommt den dann an die Hand. War natürlich ein Freistoß und dann Sané und Philippe machen die Lücke in der Mauer auf. Der Freistoß war nicht mal gut getreten. Wäre normalerweise in die Mauer gegangen. Aber weil die beiden eben die Lücke aufmachen, trifft er halt genau diese Lücke. Philippe fälscht noch unglücklich ab und somit ist Chauner chancenlos und kann ihn nicht mehr halten. Der geht perfekt in die untere Ecke und dementsprechend 1-0 für Wolfsburg. Das war für 96 natürlich sehr, sehr bitter, zumal wir direkt davor eine Riesenchance durch Felix Klaus hatten, der das sehr, sehr gut gemacht hat, sich durchgesetzt hat auf der Außenbahn nach Vorlage von Jonathas, glaube ich, und dann der Abschluss einfach ein bisschen zu zentral. Castells war da und konnte diesen Ball parieren. Danach natürlich allerdings eine super Reaktion von 96. Viel Moral gezeigt, die Gelegenheiten sich erarbeitet, die Chancen sich erarbeitet und schließlich auch zum Ausgleich gekommen durch Martin Hanik, der bereits mit seinem zweiten Saisontreffer. Bebu eingewechselt mit einem ganz glücklichen Händchen, diesmal wieder André Breitenreiter. Ja, geht auf der Außenbahn vorbei an der Verteidigung. Ich glaube, es wäre in der Situation Gerhard und ich glaube auch Arnold kam noch dazu. Hat er mit seinem Tempo stehen lassen, Hereingabe in die Mitte, das Ganze noch abgeblockt, aber irgendwie getüdelt und der Ball kommt über Jonathas auf Umwegen zu Martin Hanik und der mit dem Hacken-Doppeltunnel gegen Robin Knoche und Kuhn Castells zum 1-1. Ein richtig schönes Tor, richtig genial. Danach hatte 96 sogar noch die dickste Gelegenheit in meinen Augen, das 2-1 zu machen. Karaman ein bisschen zu eigensinnig, hätte vielleicht nicht den Abschluss suchen sollen, nachdem der Ball irgendwie glücklich durchgerutscht war, weil William dabei vorbeitritt, sondern hätte den Ball direkt auf Hanik spielen sollen in die Mitte, hat aber eher den Schuss gesucht und dementsprechend ist Hanik vorbeigerutscht und konnte nicht das 2-1 erzielen. Dementsprechend keine 9 Punkte zum Saisonauftakt für Hannover 96, aber immerhin 7 und das ist für einen Aufsteiger, der vor allem die ersten 3 Spiele nicht so einfach hatte, auswärts in Mainz und Wolfsburg und zu Hause gegen Schalke, sehr, sehr gut. Und so wie Breitenreiter momentan spielen lässt, bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch nächste Woche am Freitag gegen Hamburg wieder klappen kann, ohne Niederlage zu bleiben, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ganz, ganz starke Vorstellung, man kann die Jungs nur loben, aber auch von Wolfsburg war es nicht schlecht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sind auf jeden Fall deutlich besser gewesen als im Saisonstart und haben sich von dieser 0-4-Pleite ja auch vor allem durch das Spiel in Frankfurt bestens erholt. Das wollte ich noch sagen. Naja, egal. Das war's von diesem Video, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir eure Meinung zu den ganzen Spielen in die Kommentare. Morgen geht es weiter mit den International Highlights, ein bisschen verzögert alles, weil ich hier neu in Durham bin und weil ich mich momentan so ein bisschen eingewöhnen muss. Es kommt heute auch noch ein Vlog, das heißt, stay tuned for that und wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Checkt die Links in der Beschreibung. Haut rein, macht's gut. Passt auf euch auf. Und ciao.